So, meine Lieben, es gibt wieder ein neues Video von mir. Ja, es hat 1000 Jahre gedauert, aber scheiß drauf, los geht's. Also, wir haben hier erstmal Paint Not Matte. Nicht vergessen, Themen mitzunehmen, ne? Also, wir haben Paint.net und ich habe ja auch schon alles so weit vorbereitet. Das heißt, in der Beschreibung habt ihr von mir das Ganze als Plugin-Paket. Da habe ich die ganzen wichtigen Plugins, die ich hier mit für dich, also jetzt, damit du siehst, wie man das installiert, installieren werde. Und einmal habt ihr das in RAR, einmal habt ihr ein ZIP-Archiv. Ne? Und also in der Beschreibung einfach schauen, da habt ihr die Links für beide Dateien. Da könnt ihr kostenlos runterladen bei mir. Ich habe so einen kleinen Webspace extra bereitgestellt. Und da könnt ihr alles runterladen. So, dann müsst ihr nicht extra auf die Seiten gehen, um das rauszusuchen. So, da ist einmal Paint.net, das ist die Offline-Version. Die 64-Bit-Version benötigen wir, weil die 32-Bit lohnt sich nicht. Wenn ihr voll alles ausnutzen wollt von euren 4 oder 8 GB, dann sollte man schon einfach die volle Bulle-Software haben und das heißt eben die 64-Bit-Version. Lasst euch nicht einholen und von irgendwelchen Leuten sagen, das kann 32-Bit sein. Ich als ITler kann euch nur sagen, 64-Bit hätte keine Logik, wenn das nicht, würde nicht entwickelt werden, 64-Bit-Betriebssystem, wenn das nicht so wäre. Ne? Also es ist kurz und bündig gesagt, das Adressieren von 32-Bit waren bis zu 4 GB möglich und alles, was darüber hinaus war oder ging, musste ja auf 64-Bit. Ne? Und von daher hat man halt eben diese 64-Bit-Betriebssystem und Software. So, los geht's. Also, man hat es installiert, Paint.net habe ich schon installiert. Und zwar allererstes, was wir machen ist, ne? Wir werden jetzt das größere Plugin installieren. Das heißt, das hier, das Bold Paint, das sollte man als erstes installieren. Das ist das Allergrößte. Hat meistens alle Plugins drin. Und ja, wir wollen es installieren. Es ist normal, dass so gemeldet wird, weil das bedeutet, hey, ich bin blödes Windows. Und das Windows 10 oder Windows 11 ist halt eben so. Ja, zumal auch, das finde ich nicht verkehrt, mal so sich zu melden und sagen, bist du dir sicher, ob das du willst? Wobei was man anklickt, sollte man schon wissen, dass man das. Ne, weiß, um was es geht. Also, das ist auf alles All gewählt. I'm running the store version. I agree to terms. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich agree terms und das muss man machen. Sonst geht es nicht anders. Und dann, also agree bedeutet, ich stimme, ich also übersetzt, dieser Satz bedeutet übersetzt, ich stimme den Nutzungsbedingungen und Konditionen zu. So, I'm running the store version of Paint.net bedeutet, dass wenn man die Version bei Windows 10 oder Windows 11 vom Windows Shop oder Windows Store installiert hat, ne, also wenn man das gemacht hat, das nennt sich dann, ach verflucht, habe ich jetzt auch Windows Store, ne? Also, wenn man das gemacht hat, vom Microsoft Store die App installiert hat, dann muss man da ein Häkchen machen. Wenn man das so wie ich gemacht hat, und das macht er ja so wie ich, ihr tut ja die Anwendung direkt, die Offline-Anwendung installieren, braucht ihr da kein Häkchen zu machen. Okay, wir haben dann hier diesen Button Install Everything, das bedeutet installiere einfach alles oder installiere das, was selektiert ist. Wir installieren einfach alles. Ja? Könnte man sagen, aber wir installieren natürlich nicht alle, sondern wir installieren tatsächlich, was wir selektiert haben. Install Select. So, da wird er nicht irgendwas zusätzlich im Hintergrund installieren. Ja, ich glaube nicht, dass der Entwickler irgendwas jetzt sowas machen würde. Aber hey, wenn das schon so selektiert ist, dann machen wir es doch was, dass nur das Selektierte installiert wird. So, dann Close heißt schließen, dann schließen wir das Fenster. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Plugin. Das ist das 064 Plugins. Wenn das Video für euch zu schnell geht, bitte Replay, das heißt auf Deutsch wiederholen. Einfach den Button zurücksetzen. Ihr habt ja zurückspulen oder nach vorne, ne, oder wiederholen, weil ich muss es schnell machen, weil sonst sind die Videos zu lang und das
Das hat mir tatsächlich noch nicht der Schmidt gesagt, der mein ehemaliger Dozent, dass die Menschen sind nicht fähig, lange Videos zu schauen. Fast 99% der Menschen sind nicht fähig. Ich dachte mir auch, scheiße, warum kann ich 4 Stunden ohne Pause Videos schauen? Sie sind auserwählt, deswegen können sie es. Na, super. Auch blöd, der einzige Mensch im Universum. Oder einer der wenigen, langsam ist mal so. Wir wollen ja nicht übertreiben. So, dann machen wir auch eins installieren. Ne? Zack. Und fertig. Und dann aufschließen. Dann machen wir das nächste. Auch rechte Maustaste als Administrator natürlich installieren. Und ja, das müssen wir tatsächlich. Diese ersten 3 müssen wir als Administrator. Die Version von Paint.net, die neueste, auch als Administrator, denn sonst schreibt er nicht alles richtig. Und das ist der Grund, warum es nicht immer funktioniert bei euch oder bei demjenigen, der das dann nicht so gemacht hat, wie ich es zeige. Bitte, bitte, ich habe schon so vielen Leuten gesagt, ich weiß nicht, ob ich Chinesisch spreche oder Arabisch oder Malakisch oder sonstiges, macht doch einfach, was ich in diesem Video zeige und irgendwelchen Leuten irgendwas umschauen, don't do it. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, do it 1:1, was ich euch zeige, okay? Und nicht anders. Dann ein Husten. Na? So, nicht anders, weil, das sage ich auch früher meinen Leuten, als wo ich Handelsvertreter war, durch Leute ausgebildet habe, angelernt habe, habe ich gesagt, don't do it. Na? Tu es nicht. Tu das, was ich dir sage. Ich habe schon die Erfahrung gesammelt. Warum machen die Leute es immer anders? Naja, wie kleine Kinder halt. Also auf Insta. Und fertig, okay. So, die ersten 3 Plugins. So, die nächsten Plugins, die haben keinen Administrator. Die schreiben nicht zusätzlich irgendwelche RDL-Dateien. Die sind ein bisschen einfacher. Da könnt ihr da draufklicken. Zack. Und dann sieht man auch hier schon Donate oder Next. Dann klickt man auf Next. Und dann steht Folgendes. Es sind 2 Möglichkeiten. Und deswegen muss man das auch wirklich verstehen. Weil viele Leute verstehen kein Englisch, deswegen lese ich es jetzt auf Deutsch vor. Das erste ist, installiere für jeden Benutzer. Okay? Es braucht keine Sau für jeden Benutzer. Ich habe nur einen Rechner und einen Username. Und wenn man jetzt einen PC hat, wo man sich teilen tut mit der Familie, dann braucht man das nicht. Die Familienmitglieder interessiert es nicht. Und wenn ja, dann so einfach fragen. Dann soll der Klaus fragen die Mama, ob er das installieren, ob die Mama ihm das installiert oder nicht. Ansonsten heißt es, zack, installiere nur für mich und fertig. Ne, die Geschichte. Und natürlich muss man da ein Häkchen machen. Jeder Mensch weiß, dass ich diesen Lizenzbedingungen zustimme, die GPU, weil es ist einfach logisch, dass er das machen muss. Okay? Wir zahlen dafür kein Geld, es ist umsonst, es sind Plugins, es ist free, aber nichtsdestotrotz, es gibt Lizenzbedingungen. Bitte nochmal alle richtig verstehen, wenn ich etwas hier zeige, verlange ich dafür kein Geld. Man kann eine PayPal-Spende machen, die jetzt hier eingeblendet ist, man muss es aber nicht. Gut wäre es, denn durch die Spenden eines Fachmanns tut man natürlich auch einen Dank geben, hey danke Mann, dass du das gemacht hast, sonst müsste ich 1 Million zahlen. Wenn ich zu einem anderen Fachmann gehe, der das eben nicht macht, weil er nicht dem Idealismus dient, weil er nicht dem Jedi-Orden dient. Ne? Ich bin ein Jedi, beziehungsweise ein Gree, und ich diene dem Licht und nicht der Dunkelheit. Darum verlange ich halt dafür kein Geld, um so ein Video zu machen. So, also einfach auf Insta klicken, Insta heißt installieren. Ich mache sogar eine Besetzung umsonst. Was für ein geiler Hecht. Ich bin. Oh, Gott, wer hat mich schon wieder geworfen? Ah, das war der Führer. Okay. Lieber nichts sagen. So, dann Häkchen wegmachen. Wir wollen Paint noch nicht starten. Wir machen einfach nur Finish. Also Finish bedeutet beenden. Oder halt. Ja, gut, das Beenden ist einfach auch. Das ist eine nicht richtige Besetzung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, finde ich, das Wort zu besetzen. Ach komm, wenn ihr jetzt hier nicht wieder um Englisch reden, wenn ihr Vokabeln lernen wollt, dann bitte reinschreiben in die Kommentare, dann mache ich euch ein Video über Englisch. So, jetzt einfach auf Installieren klicken, gut ist. Und Häkchen weg und schließen. Und die letzte Plugin. Ja, ein bisschen schneller muss es gehen, ne? Sie waren das, aber James, diese Polacken-Schweinchen, Sie Jodenschweinchen.
Sie verdammtes Arschlochkind! Ja, ich sag gut, mein Führer, ich tue ja wieder jetzt auf Installieren klicken. Ja, red nur zu viel, dann ist der Führer immer so sauer. Ne? Als polnischer Jud hat man es halt nicht einfach, ne? Die polnischen Juden sind ein bisschen anders wie die normalen Juden, ne? Ja, und mein Großvater wäre auch noch Sklave, das ist ja auch kein Witz, ne? Mein Großvater war auch Sklave, so wie bei den Schwarzen, ne? Hat ja auch in der Scheune geschlafen unter den Schweinen. Das ist auch kein Witz, ne? Das ist wirklich. Ich stamme ja von einer Sklavenfamilie auch noch ab. Also manche nennen mich White Nigger. Auch das noch. Ja, Wahnsinn, hat er alles. Ne? Alles. Ja. Also wenn du da sagst, er ist ein Rassist, und da sage ich ja klar. Sieh mich doch an, ein Polackenschweinchen dick. So, das ist also, wie gesagt, habe ich euch einen Link von diesen Anwendungen bereitgestellt. Und das war's erstmal. Jetzt haben wir erstmal alles installiert. Ja. Und jetzt haben wir PaintNet dort hier. So, und jetzt müssen wir es einfach starten. Okay? Damit man sieht. Es dauert ein bisschen, je nachdem, wie schnell euer Rechner ist. Bei mir dauert es nicht lange, weil mein Rechner ist sehr schnell. So, und jetzt sieht man auf Anhieb ein Wartesymbol. Bitte warten auch wirklich, bis alles geladen ist. Und dann denkt man, ja, super, und hat ja nichts geändert. Ist ja nichts Besseres geworden. Nee. Man hat hier schon einige Möglichkeiten mehr. Ne? Also wenn man auf Effekte klickt, da gibt es schon so einiges mehr. Ne, Foto, hat man sehr viele Effekte, künstlerisch viel mehr, Objekt auch, ne? Also ja nicht, denken, dass es wenig Effekte sind. Da sind sehr viele, die werden wir nacheinander durchgehen. Wir werden auch die Korrekturen durchgehen, ich werde euch erklären nacheinander, Stück für Stück, auch die Ebenenbild. Aber wie gesagt, das Video ist umsonst, die Videos sind in Folge umsonst. Bitte Geduld haben mit der Antwort. Ne? Also